Jo, es ist ja schon ein Weilchen her. Willkommen zurück zu Silent Hill 2. Natürlich wieder mal mit den beiden Gästen vom letzten Mal. Daddy! Und der Wolf. Und vor allem Jo sagt da als Begrüßung. Das Chaos ist wieder komplett und Schmacki hat diesmal einen Speicherpunkt gefunden. Im Krankenhaus, ja, da gab es ja letzten Mal eine ziemlich lange Suche. Und ein ziemlich episches Ende vom letzten längeren Part. Habe ich da nicht irgendwas mit Hitler oder so gesagt? Ja, stimmt, das war das, ja. Aber ich glaube, er meinte die vierte Münze von dreien. Das auch. Das war natürlich wieder Bombe. Ja, ein weiteres Highlight in Schmackes Karriere. Irgendwann, wenn er so 90.000 Abos hat, werden die ihn fragen, ja, was waren denn deine Highlights? Und dann kommen drei Dinge. Dark Souls Hitler ermordet, vierte Münze von dreien suchen in Silent Hill und Super Mario Bros. 3 in die letzte Schlucht fallen, obwohl Bowser schon tot ist. Das wären dann die Highlights. Ja, wenn Schmacki die Jahresbest-of macht, dann muss auf jeden Fall das alles mit rein. Ja, auf jeden Fall. Und die Methode, die du hier auf, die Methode, wie du hier aufnimmst, ich werde, wenn es nicht anders geht, werde ich Oddworld New and Tasty auch so aufnehmen müssen. Weil ich habe es getestet, also ich habe gestern, wollte ich Apes Exodus nachspielen mit Xerax, hat er so gemeint, so ja, gleich Steam-Version ist praktischer. Und irgendwie hatte ich Probleme, weil das Spiel sich nicht, es ließ sich öffnen, habe es minimiert, dann ließ es sich nicht mehr öffnen. Irgendwann ist Fraps dann auch mehrmals abgestürzt. Musste ich wieder zur Emulator-Version zurückgreifen. Der größte Fail letztes Mal war ja, dass die Frau im Weg stand. Das war dann das Ende des Ach längeren so. Parts. Ach ja, das gab's ja auch noch. Du hast die Frau erschossen, Schmacki genau. ballert erstmal die Olle ab. Und dann, och, was steht die denn jetzt da auf einmal im Bild? Das muss auf jeden Fall auch rein. Das stimmt, das waren vier Sachen. Oder waren es noch mehr? Warte, ich habe mir, glaube ich, eine Textdatei angelegt. Ich glaube, Extra dafür. die ganzen Mass Effect 2 Sachen müssen noch rein. Ja, was soll die Die Scheiße? Glitches und der Backkram und was da alles war. Ich habe heute schon mal so ein kleines 3-minütiges Video hochgeladen. Da Ja, sind habe ich diese gesehen. kleinen Fails mit drin. Ja, stimmt, das waren vier Sachen, habe ich aufgeschrieben. Schmacke, er schießt eiskalt die Alte in Silent Hill, weil er seit Stunden keinen Speicherpunkt findet. Das hat es ja auf den Kopf getroffen, ne? Ja, wenn die Frau im Bett nichts bringt, immer schön abknallen. Ist ein bisschen zu hart, nicht wahr, Schmacki? Ja. Über das Ziel hinausgeschossen. Jetzt werden wieder die ultraflachen Witze gedroppt. Ja. So ist das ja normal. War das Schmacki. Ich will noch so viel aufnehmen. Dann will ich mir noch zwei Serien angucken, vor allem eine, die ich jetzt seit kurzem entdeckt habe. Die wunderbare Pollinianer, so heißt es. Auch Was? wieder, ja, auch wieder so eine Uraltserie von den Machern von Heidi und Fröhliche Familie und so weiter. Also. Scheiße, ich war jetzt nochmal. So. Ich hab das Schlagen vergessen, Scheiße. Wie ich in Resident Evil. Nicht Aber wissen, wie nicht man die schießt. Olle wieder kaputt hauen, wa? Nicht wissen, wie man schießt, gleich erstmal von dem erstbesten Zombie abschlachten lassen. Mein Start von Resident Evil Zero, das war einer der schlechtesten Starts, die ich jemals hatte. Ja, was soll ich machen? Ich habe zuvor nie wirklich im Resident Evil Teil gezockt. Ich glaube, die Alte ist tot. Scheiße. Und da Das sieht sieht man man es mal sogar. wieder. Schmacki und die Bräute. Geht schon gut los. Was ich sagen wollte, Resident Evil Zero war ja mein erster Kontakt mit Resident Evil und ich wusste eben nicht, wie man schießt. Da stand ich da, konnte nicht schießen, die Zombies kamen langsam auf mich zu und haben mich umgebracht. Ja, Ziemlich stell dir mal doof. vor, das wären moderne Zombies gewesen, die gerannt wären.
Dann wäre Wolf aber ja erst recht im Hintern gewesen. Ach, du meinst von den aktuellen Resident Evil Spielen? Nee, vom Gamecube. Generell. Gibt ja die langsamen Moda-Zombies und diese schnellen. Egal ob jetzt Film oder Videospiel. Ja, die Crimson Fliege ist bestimmt auch so ein Crimson Head Abkömmling. Das ist Finals Race Fliege, die irgendwie immer noch lebt. Die Crimson Head. Wird Schmacki diesmal die holde Maid retten? Oder wird er sie wieder totslappen? Er wird sie nicht retten, er darf sie nur nicht erschießen. Ja, jetzt hat er ja gerade auch nichts gemacht, da wurde sie angeknuspert. Der Schmacki muss schon was machen hier. Was sitzt denn da, der guckt so wie die Frauen von Zombies zu Fleisch wird. Oh, das sind die Krankenschwestern. So wie in The Walking Dead. Da würde ich mich gerne mal behandeln lassen. Klong! Ich habe heute mal nachgelesen. Ich habe 20 unvollendete Playlists. Was ist denn da? Klong! Mindestens. Aber einige Projekte kann ich gar nicht weitermachen, zumindest in nächster Zeit. Da hier wird auf den Kopf. Tales of Phantasia oder Terranigma. Und da Final weg ist, habe ich niemanden, der mir in dieses Spiel helfen könnte. Und ganz allein, da würde ich wahrscheinlich locker Terranigma oder was? Ja, würde ich wahrscheinlich locker 200 Videos brauchen. Ich habe dem Schmack ja auch geholfen. Bei seinem. Terranigma. Das ist geil. Das ist ein schönes Spiel, auch ja. Einigermaßen aus damit. Ja, und dieses Mal würde ich die Ehre des Spiels bewahren. Nicht so wie in den 7 Parts, die ich bisher aufgenommen habe. Da habe ich irgendwie alles zerstört, was zerstört werden kann. Junge! An Atmosphäre. Ja, ich habe es später dann selber auch angesehen, dass es dem Spiel nicht würdig ist. Deswegen würde ich dann auch den Rest normal aufnehmen. Der Wolf ist schon wieder ein Rowdy. Aber es war legendär, muss man sagen. Es war legendär, was da alles vorkam. Allein der erste Part, was da vorkam. Ich glaube, Final hat sich bepisst vor Lachen. Oder, Moment, welcher war es? Der dritte, genau. Wo dieses komische rosa Viech irgendwas die ganze Zeit Texte gemacht hat und ich habe so perverse Andeutungen gemacht und leider hat der Text immer genau darauf gepasst als Antwort. Gute Fluffy hier. Ja, was macht der Schmacki hier? Und da gibt's dann im Kopf. Oder wie war das am Ende des letzten, des dritten Parts? Das war... Schlag das Vieh kaputt, ey. Ich kann raus... Ja, bevor es wieder aufsteht. Ich kann raus in die weite Welt alle möglichen Nutten durchprobieren. Und dieser Typ da, wie hieß der, Ark oder so, hat dann darauf gesagt, klingt aufregend. Nicht so, ja, das glaube ich dir. Jetzt bin ich enttäuscht. Die ganze Ehre hier, der ganze Charme von der Terranigma wird von der Wolf zerstört. Deswegen habe ich auch gesagt, dass es nicht passt. Deswegen werde ich den Rest auch normal kommentieren. Nicht so. Da musste Replay her. Es muss erstmal normal Let's Play, ja. Dann macht der Schmacki Soul Blazer noch und was war das andere? Illusion of Time. Illusion of Time ist doch schon original, fertig. Ey, das hast du schon gemacht? Ja, klar, schon lange. Vom SNES. Illusion of Time habe ich selber mal besetzt, aber ich bin irgendwo zu Beginn bin ich nicht weitergekommen, weil ich blöd war. Da muss das zu der Zeit sein, wo wir uns noch nicht kannten. Das war noch ein Kind nicht wirklich, aber keine Ahnung, wie alt war ich da, wo ich das Spiel hatte. 13 oder so, weiß ich gerade nicht. Kann sich das aufschreiben. Aufschreiben. Moment, ich habe... Bei alten Games immer Stift und Zettel. Das sowieso. Bei neuen Games, ach, guck ich mal eben in meinen Tagebucheintrag. Ach, da steht halt ja alles noch. Ja. Und früher so... Ach, da steht ja noch, was in Little Little Princess war, weil ich zu blöd war, um Englisch lesen zu können. Weil ich mir 4 Begriffe aufschreiben müssen, weil ich sie übersetzt habe. Was denn? Moment, sage ich dir gleich, erst schreibe ich die Zahlen aus. Penis? Pupi? Achso. Das gehört zu Neptunia, aber nicht zu Sarah. So, die Worte waren Artistry, das habe ich zwar gewusst, das war Kunst. Dann Patents,
Grace und Vigor. Was? Also, Patience? Ja, Geduld. Patience. So Patience. So spricht man es aus, aha. Was noch? Grace. Grace, Güte oder Götter? Irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr. Ich dachte auch, dass Großzügigkeit heißt, aber was heißt Anmut? Ja, ja. Oh, was war noch? Vigor, also V-I-G-O-U-R. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. U-U-R? V-I-G-O-U-R. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Hm. Ausdrucksstärke heißt es. Die Zahl muss irgendwas zu bedeuten haben später. Code. Ja, Schmacki, da qualmt der Bremschaft. Das muss was bedeuten. Ach, das Zahlenwerk schon. Was hieß das nochmal? Geduld oder was? Was ist das letzte? Ja. Das letzte, Ausdruckskraft. Oder, okay. oder Leidenschaftlichkeit oder grob übersetzt mit Stärke, aber es hat viele Begriffe, deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt. Da muss ich mal eben gucken, Alter. Das ist ja jetzt. Da muss der Hedy nachforschen. Ja. Was der Wolf da mir wieder erzählt. Ja, kann ich was dafür, dass das Spiel so ein verdammt hohes Englisch hat. Warte mal, nee, so findet er das nicht. Wie? Dich natürlich als nicht ganz so 100% Engländer. Als Wolf. Hast du schon notiert? Die vier Zahlen da, ja, die habe ich schon notiert. Okay. Oh, was macht das denn da? Warum hat die Frau eigentlich so ein Sexappeal-Klamotten? Warum müssen in Horrorspielen die Frauen immer freizügig aussehen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich finde das Wort nicht. Das ist ein Rätsel. Dann schaue ich mal nach, denn ich weiß, dass ich es vor kurzem nachgeguckt habe. Vielleicht hast du mir ja falsch gesagt, wie das hier geschrieben wird. Dann sage ich es dir doch nochmal. V-I-G-O-U-R. Klingt nach... Ja, da kommt Ärger. So. Bedeutet sowas wie Kraft, Energie, Vitalität, Nachdruck, Elan, Dynamik, Tatkraft, Spannkraft, Heftigkeit, Feuer, Ausdruckskraft... Ach, wer wird so scheiße, ey! Markigkeit. Kein Wort, ja. Da kann ich nichts dafür, ich habe das Wort nicht erfunden. Doch! Doch, sag das. Das ist ein österreichisches Wort. Nee. Ein österreichisches Wort ist was ganz anderes. Pferd, sorry. Ja, Pferd. Da ist es wieder. Immerhin besser als Fickt euch oder so. Ja, das sagte Wolf ja auch oft. Sag ich, wenn ich mich aufrege, aber nicht zum Zuschauer, so, oh, hier Zuschauer, Fickt euch. Stell dir das mal vor, da wird dann keiner mehr zugucken. Moment, ich kann ja was anderes mal nachgucken. Deswegen der, wie ist es noch schnell, wunderbaren Poljana oder irgend sowas. Trojanen? Poljana, nicht so. Poljana. Das hört sich nach etwas ganz anderes an. Wunderbare Poljana. So heißt es. Wunderbare Polyester. Du bist auch so Polyester. Sehr basiert auf dem Buch Poljana. Von den und den und den und den. Ja, das weiß ich, das... World Masterpiece Theater macht nur solche Bücher-Dinger. Schlag die doch kaputt, ey. Spaß im Muni. So, der Kloppomaten da nicht, oder? Müsste ich ja. Ja, nicht die Säge. Das ist lame. Der Schmacki-Sheet. Och! Da ist ja eine Kettensäge. Okay, Serien, die ich kenne, beziehungsweise schon gesehen habe, waren Heidi, oder ich lese einfach mal alle vor, Heidi, Niklas als Junge, Niklas, ein Junge aus Flandern, ach, Marco, das ja mit der Rascal, der Waschbär, Perrine, Anne mit den roten Haaren, Tom Sawyers Abenteuer, Familie Robinson, Lucy in Australien, die Kinder vom Berghof, der Berghof, das Mädchen von der Farm, die kleine Prinzessin Sarah, Wunderbare Polynianer, eine fröhliche Familie. Das ist japanisch, das kenne ich nicht. Peter das hört Pan. Sich alles nicht nach Hardcore an. Das ist der familiefreundliche Programm. Das
8 ist zu nett für Daddy. Ja, das kam, glaube ich, früher mal so, ab 6 oder was ist dann alles, oder? Ja, so in der Art. Ja, ja. Holzstoßen die da auch? Das waren eben die alten Kinderserien, die noch richtig gut waren im Vergleich zu dem Dreck, was heute gezeigt wird. Das stimmt. Ich mir sowas viel lieber. Und ich gucke die ganzen Serien heute auch immer noch gern. Ja, ist ja nicht schlimm. Da kann ja keiner verübeln. Ich glaube, den Großteil geht es so. Du glaubst mir gar nicht, wie viele Leute ich schon gesehen habe oder Kommentare gelesen habe. Ja, die alten Zeiten waren noch geil. Ja, die modernen Serien sind sowieso irgendwie. Ja, da wurden noch ein bisschen Werte vermittelt und die Zeichnung war noch liebevoll. Heute ist ja alles nur so abstrakt scheiße dahingeklatscht. Oder computeranimiert, war. Ja, mit Computer, so richtig kricklige Kackfiguren, ey. Da dachte ich mir, was ist das denn? Ich meine, so Serien wie Extreme Dinosaurs oder so, die gibt's heutzutage gar nicht mehr. Ich meine, geile Serie, cooler Sound. Einfach nur echt episch. Ja, so ist das leider. Und was gibt's heute? Die Biene Maya in Computer animiert, Heidi in Computer animiert, Vicky und die starken Männer in Computer animiert. Boah, der Baumer ist. Das auch, danke. Ich könnte mich aufregen, wenn ich den ganzen Shit sehe. Der Ragewolf. Bob, der Baumer ist das sowieso nie gemacht, aber Computer da musste Diskussionsform. Da eskaliert er. Ist doch wahr. War hart, aber Heidi, da geht los. Oder das Neuauflagen von allem möglichen Zeug, was sie sich denken, ach, das hat damals so einen Hype gehabt, versucht man es doch mal. Gleich Neuauflage von Sailor Moon, aha, ist der größte Shit. Neuauflage von Digimon, geil, ist sowieso wieder zurückgezogen. Das passiert in der Filmbranche heutzutage auch. Oder in der Gamebranche. Altes, was gut war, wird geremaked bei Film. Irgendwelche geilen Horror-Klassiker oder was weiß ich werden geremaked. Alles wird geremaked und neu gemacht. Ja, so ist es leider. Bei Spielen ist es teilweise noch vertretbar, so wie bei Resident Evil oder so. Das sehe ich doch noch ein. Ja, Resident Evil kann man drüber streiten, was aktuellere Spiele betrifft. Ja, die neuen sind eh scheiße. Ich meine jetzt so wie die HD-Remakes von Resident Evil 1 oder Zero. Ja, das geht ja. Von dem rede ich, nicht von neueren. Ja, dann sollen sie sich aber mal richtig Mühe machen. Wenn ich gesehen habe, Silent Hill Collection, also. Ow. What's wrong? I just pricked myself. Are you okay? Yeah. Ach, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir schon mal gehabt mit der Nadel. Ja, doch, ich erinnere mich. Hier war ich ja schon mal. In dem Raum. Ja, aber ich erinnere mich gerade nicht. Der weiß, wo Schmacki schon überall rumgelaufen ist. Ach, der Kompass zeigt nach links. Gehe ich mal nach rechts. Im Schrank ist doch kein Skelett, oder? Ja, ist leider auch von der wunderbaren Poliana, weil ich mir heute angesehen habe und da war irgendwie die Rede von, ach, ein böser, seltsamer Mann, der mit niemandem spricht und keinen Kontakt austauscht. Ich habe gehört, der hat ein Skelett im Schrank. Er war im Ausland auf Reise und als er zurückkam, hat er ein Skelett bei sich. Ich habe es aber noch nicht so weit geguckt, um zu wissen, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Aber das ist nicht. Die Spannung hier. Ja. Die alten Serien, die waren schon was Besonderes. Ja. Und die Silent Hill-Ära ist ja jetzt leider vorbei, was Videospiel betrifft, weil Silent Hills ja abgesagt wurde. Ja, die Idioten, ey. Damit bleibt wohl Daumtio das letzte offizielle Werk. Oh, mal gucken, was da noch passiert. In ferner Zukunft. Also ist schon schade, weil gerade die Silent Hill-Ideen vom Spiel her waren einfach nur genial. Ja, aber die ganzen Serien werden alle vor der Wand gefahren, ey. Alle wollen sie natürlich jetzt gewinnoptimierend hier sein und auf die Masse, dass alle das wollen, aber so verlieren die ganzen Serien ihren Charme, ey. Ja, leider.
Jetzt musst du Schmacki lesen. Bisher 3 Suizidversuche. Gründe unbekannt. Normalerweise ein vorbildlicher Patient, der Anweisung von Ärzten und Pflegern folgt. Wegen der plötzlichen gewalttätigen Suizidversuche ist jedoch eine ständige Observation nötig. Joseph Borkin. Seine Krankheit wurzelt im Gefühl, den Tod seiner Tochter verursacht zu haben. Symptome für psychotischen Bruch und paranoide Wahnvorstellungen. Normalerweise ruhig, aber hat aber eine Neigung zu Gewalt, wenn er sich aufregt. Joshua Lewis. Klingt nach mir. Viele Aufenthalte in Krankenhäusern sowie zahlreiche Delikte wie tätliche Angriff, Körperverletzungen und andere Gewalttaten. Er hatte einen starken Verfolgungskomplex und Neigung, Probleme durch Gewalt zu lösen zu wollen. Äußerste Vorsicht. Wo ist die Akte vom Schmackes hier, ey? Wo ist die Akte vom Force hier? Ja. Das ist viel interessanter. Bei Einnahme von Lasagne folgen die krassesten Gewaltopfer. Da wird bei mal so auf den Tisch gehauen. Darf niemals SMK spielen und keine Bubis betrachten. Und ständige Fixierung. Oh, da liegt noch ein Phantombild bei. Auf einmal sieht man so einen Mario-Kopf mit Mütze. Steckbrief, ey. Eine schöne Preview für den nächsten Part. Bis dann, Leute. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Hier gibt's nichts Interessantes. Bitte gehen Sie weiter.